Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTam MMA. Es geht ab zwischen Amar 47 und Bösemann. Die beiden werden in Zukunft gegeneinander kämpfen. Es ist eine Ansage erschienen von Amar 47, wo er gesagt hat, dass keiner gegen ihn kämpfen wird, kein Manuelsen, keine Trilogie, die da stattfinden wird, sondern nur er wird diesen Kampf gegen ihn machen wollen. Manuelsen steht dahinter ihn und gibt Bösemann in dem Sinne keine Trilogie. Und Bösemann hat jetzt das Ganze akzeptiert, aber sogar für uns MMA-Fans, für uns MMA-Lieblinge einen MMA-Kampf. Ja, das möchte er machen. Absolut geisteskrank. Guckt euch erstmal diese Ansage von Amar an und dann springen wir direkt in das Video von Bösemann. Liebe Leute, ach. Kurze Frage. Muss ich wirklich noch deutlicher klar machen, wie sehr ich dieses Schwein vor meinen Fäusten haben will? Warum schreibt ihr mir alle? Kämpf du doch, warum kämpfst du nicht? Holt dieses Schwein aus dem Schweinestall in den Ring und dann sehen wir. Das hängt nicht an mir. Bombardiert ihn, macht seine DMs voll, schreibt Kommentare bei ihm, nicht bei mir. Ich schreibe mit mir, als wäre ich der sich die ganze Zeit drückt. Da wir ja wissen, dass unser kleiner Möchtegern-Prolo mit seinen 8 Kilogramm Plastik um seinen Hals sowieso Geldnot hat gerade und es wird niemand gegen dich kämpfen, weder Sinan, noch Loco, noch Manuelsen, noch Flair. Warum? Weil solange, jeder wird dir dasselbe sagen, solange du Amar seinen Hack nicht gegeben hast und er den bei dir geholt hat, werden die nicht gegen dir kämpfen, so wie Manuelsen dir ja das am Kampftag gesagt hat in Tschechien. Klär deine Sache mit Amar. Komm ran, hol die Kloppe auf den Kopf und dann kannst du weiterziehen und gegen die anderen kämpfen. Niemand, mit dem ich gut bin. Also, Bösemann, Statement zur Herausforderung. Damit ist natürlich die Herausforderung von Amar gerade gemeint, die ihr gesehen habt, Freunde. Was geht, Ladies and Gentlemen, mein Name ist Bösemann und widerwillig, sage ich jetzt mal, ja, werde ich jetzt hier ein Statement raushauen zu diesen ganzen Anfeindungen von diesem, ich werde mich nicht auf sein dreckiges Level herablassen. Ich bleibe sachlich und gediegen auf diesen Amar. Keine Ahnung, was für eine Nummer dahinter dran ist. Ist auch scheißegal. Ja? Jetzt mal hier äußern. So. Du hast Diskrepanzen mit mir. Du hast irgendwie denkst du, du musst hier irgendwie von mir Hack holen. Ich weiß nicht, was das für ein Hack sein soll. Wenn du Hack brauchst, geh zum Metzger. Da gibt es genug Hack. Ja? Weil was anderes weiß ich nicht, was du... Also ich glaube, Böse wird hier auch gar nicht auf den Beef großartig zwischen den eingehen. Die beiden hatten ja ihr Hin und Her mit diversen YouTube-Videos und Sachen, die da ausgepackt wurden. Also wurde es richtig dreckig zwischen den beiden, muss man auf jeden Fall sagen. Ja, und Amar beharrt halt auf diesen Kampf. Jetzt bin ich gespannt, was Böse dazu zu sagen hat. Von mir holen willst, okay? Weil da, wo du jetzt stehst, hast du dem hier zu verdanken. Diesen Bösemann, okay? Den du beleidigst und alles Mögliche da im Internet rummachst. Aber scheiß drauf. Ja. Ich habe dir angeboten gehabt, ja. Ich habe dir das Angebot gemacht, nachdem ich mir lange deine Beleidigungen angehört habe und deine ekelhaften Aussagen mir gegenüber, habe ich dir angeboten gehabt. Kamerad, komm doch vorbei, lass uns die Sache klären. Du willst dich mit mir prügeln, dann komm, machen wir das doch. Nein. Okay, das heißt, die beiden sollten sich auch schon mal privat treffen und sich dann hauen und das dann so klären, ne? Unabhängig vom sportlichen Aspekt. Ja, unser krasser Kämpfer, der will die große Bühne, der will den Titelkampf. Titelkampf will er. Und macht sich jetzt hier im Internet auch wichtig, so haut Aussagen raus, markiert seine Freunde, ja, und keine Ahnung, macht da irgendwie hier so auf die Art,
erst ich, dann ihr. So, ja, so, erst ich, dann dürft ihr ran. Guck mal, ich sag dir jetzt was. Du willst die große Bühne, du willst berühmt werden. Willst du berühmt werden? Du willst berühmt, reich und berühmt werden. Okay, ich mach dich reich und berühmt. Ja. Hiermit ist deine Herausforderung angenommen. Okay? So, und diese ganzen Typen, die du aufgezählt hast, die du da markiert hast in deinen Stories, das sind nicht meine Freunde, das sind deine Freunde, das sind meine Feinde, dich inklusive. Mit dir fange ich an. Mit dir fange ich an. Okay? Und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste, alle, die du aufgezählt hast, auch der Manuelsen, der ist auch dran. Ja? Mit dem bin ich auch noch nicht fertig. Mit dem bin ich noch nicht fertig. Okay? Ja? Und der weiß auch ganz genau, wieso. Ich versuche jetzt hier dieses ganze Statement hier kurz und bündig zu halten, ja? Und hier auch nicht auszuschweifen oder sonst irgendwas. Okay? So. Boxkampf kannst du vergessen. Okay? Weil man hat ja gesehen, was beim letzten Kampf passiert ist. Der wurde einfach abgebrochen. Ja? Unberechtigterweise wurde der einfach abgebrochen. Okay? Okay, okay, okay. Er spricht jetzt von seinem Kampf gegen Manuelsen wegen der Nase von Manu. Ein MMA-Kampf möglicherweise. Also, ich meinen Sieg gebracht. So. Nein, nein, das mache ich nicht mehr mit. Das habe ich auch zum Veranstalter gesagt. Das, dafür bin ich nicht mehr zu haben. Für solche Späßchen, das könnt ihr untereinander machen, ihr unter, mit euch. Ja, könnt ihr euch da eure Spielchen machen. Aber mit mir funktioniert das nicht mehr. Nein, nein. Du stehst mir gegenüber in einem MMA-Kampf nach Pride-Regeln. Okay? Oh. Nach Pride-Regeln. So werden wir zwei kämpfen und kommen mir nicht mit Knieprobleme, mit Sackprobleme, mit keine Ahnung, Kopfschmerzen oder sonst irgendwas. Es interessiert mich nicht. Okay? Du stehst mir bei dieser Veranstaltung, bei der nächsten, ja, im Juli, stehst du mir gegenüber im Käfig. Okay? Und nur Gott kann dich lebendig rausholen. Oder mich. Okay, okay, okay. Das ist heavy, Freunde, das ist heavy. Pride-Regeln, was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss fast gar keine Regeln. Man darf den Gegner treten, während er am Boden liegt, darf man ihm ins Gesicht treten. Ellbogen, ich glaube sogar 12-6 Elbows sind auch erlaubt, bin mir nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, Knie ins Gesicht, am Boden. Da bei Pride-Regeln ist es wirklich radikal, sage ich mal. Der will hier einen richtigen Straßenkampf draus machen, weil so waren früher die Pride-MMA-Kämpfe. Das war einfach eine wilde Prügelei. Und ja, da sind wir natürlich gespannt auf Amar, was er dazu sagt, ob er das Ganze annimmt. Schreibt es mir in die Kommentare, wer würde in einem MMA-Kampf gewinnen? Kein Boxkampf. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoteMMA.